eines der Erfolgsfaktoren im digitalen Arbeiten und ja, im iterativen Vorgehen ist, wenn du Produkte entwickelst, bilde heterogene Teams. Was bedeutet das? Das bedeutet, schau, dass die Teamzusammensetzung, die an einem neuen Produkt, an einer neuen Dienstleistung oder wenn du im Unternehmensaufbau bist, dass du aus unterschiedlichen Persönlichkeitstypen das Team zusammensetzt. Du hast auf der einen Seite die Techies und die Nerds und die Entwickler, auf der anderen Seite hast du die Führungsorientierten, die Ergebnisorientierten, die Macher, die richtig platzen vor Ungeduld, die schnell Ergebnisse sehen wollen. Und auf der anderen Seite hast du kreative Mitarbeiter, die ja flexibel im Gestalten sind und sagen, ach, man könnte das so oder auch so oder auch so machen. Der Vorteil ist, wenn du eine neue Produktidee, einen neuen Service auf den Markt bringst, dass du möglichst viele verschiedene Perspektiven auf diesen Blick bekommst. Ich habe das tatsächlich mal erlebt in einem Design Thinking Workshop unter einer technischen Gruppe. Und wir hatten dann tatsächlich administrative Leute noch dazugeholt, zum Beispiel aus der Buchhaltung, aus dem Personalwesen und so weiter. Und es ging darum, eine Software zu entwickeln für Manager, die andere Kennzahlen auswertet. Also eine Oberflächensoftware, die auf Datenbanken aufsetzt und ja Kennwerte auf Zuruf quasi auch über Sprachsteuerung auswerten kann. Und da war ein Punkt zu sagen, okay, wir haben unterschiedliche Zielgruppen, also die das nutzen könnten, dieses Produkt. Das eine waren die Manager, das andere waren aber auch Controlling-Mitarbeiter. Und der Nutzen, die Idee, dass Controlling-Mitarbeiter anders denken oder andere Zahlen zusammenstellen als zum Beispiel Manager, der kam tatsächlich aus der Perspektive der Buchhaltung und Personalleitung, die gesagt, ja, aber haben wir das dann auch so in der Funktion? Und geht das denn auch so in der Funktion? Ach nee, das haben wir nicht bedacht. Ne? Also der Mehrwert kommt tatsächlich aus der Gruppe, aus unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln. Deswegen bitte, 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 wenn du als Chef eine neue Idee, einen neuen Service hast, verrenn dich nicht selbst in dieses Thema, wo du nur einen Mitarbeiter draufsetzt, der es genauso umsetzt, sondern sei offen, open-minded, also wirklich offen im Geist, andere Perspektiven und Ideen zuzulassen, denn nur dann hast du den größtmöglichen Nutzen vom Markt und von deinen verschiedenen Nutzern, die deine Service-Dienstleistung nutzen. Also schau, dass du Teams heterogen möglichst durchmischt zusammensetzt, einfach auch anwendbar, wenn es ein Problem gibt, das zu lösen ist. Ja, da ist etwas aufgetaucht, es gab eine Reklamation vom Kunden und du sagst, pass auf Leute, ich will jetzt hier mal eine saubere Problemanalyse haben und wissen, wie können wir das Problem nachhaltig lösen und abstellen, sodass der nächste Kunde oder dass das nicht wieder passiert. Also auch da in der Teamzusammenstellung zu schauen, dass es aus unterschiedlichen Fachfunktionen Mitarbeiter gibt, die an der Problemlösung arbeiten, auch wenn sie inhaltlich nichts damit zu tun haben, weil die Denke eine komplett andere ist und dadurch Lösungsansätze einfacher und schneller oft möglich sind, als man vorwegnehmen mag.